ein Mal vierte Klasse. Hi again, year four. Guten Morgen. Wie geht's? Alles gut? Das ist prima. Okay. Today we will have wir haben einen Leseverständnistext. Okay, it's a reading text in our course books. Okay, so what I need from you to open, please, your course books on page 56. Öffne deine Bücher auf Seite 56 and I will have it for you, with you now. Please be ready with your German books. Seite 56, bitte. 56. Here is it. Our text here. We will work in this text. Okay. Der Titel ist Meine Freunde. Meine Freunde. Was bedeutet meine Freunde from the last time? My friends. Okay, you're supposed to be studying the list of the words. Okay, guys, here, the title, the other title here, mein bester Freund, meine beste Freundin. Mein bester Freund, meine beste Freundin. Okay, here, we said before that mein bester Freund, it's for the boy, meine beste Freundin, it's for the girl. Okay, let's start with Oliver. We have here the boy, it's Oliver, and we have Steffi, the girl. Each one from those are talking about their best friends. Okay, Oliver, first. Mein bester Freund ist Markus. Mein bester Freund ist Markus. Wohnt auch in Nürnberg. Wohnt auch in Nürnberg. Nicht weit weg von mir. Nicht weit weg von mir. What is the meaning of this? He is talking about Markus, his best friend. He is living in, also in Nürnberg. It's a city in Germany, in Deutschland. Okay, nicht weit weg von mir. Not so far from me. Ist 13 wie ich. Ist 13 wie ich. He is 13 years old like me. Wir sind beide in der Klasse 7b. Wir sind beide in der Klasse 7b. Okay, we have to concentrate in the information because we have a table down and we have to fill it with the information we take from the text. Okay, wir sind beide in der Klasse 7b. Nachmittags, okay, lernen wir zusammen. Nachmittags lernen wir zusammen. Spielt Fußball. He is playing football und ist ein großer Fan vom ersten FC Nürnberg. Okay, spielt Fußball. He is playing football und ist ein großer Fan, a big fan vom ersten FC Nürnberg. Okay, it's a team for football in Nürnberg. Manchmal gehen wir ins Stadion. Manchmal, sometimes, we go to the stadium. Aber nicht allein. Nicht allein. Not alone. Mein Vater kommt mit. Mein Vater kommt mit. Okay? Okay. Let's see the text for Steffi. Tanja ist meine beste Freundin. Tanja ist meine beste Freundin. Best friend for me is Tanja. Sie wohnt auch, sie wohnt auch in der Bahnhofstraße in Erlangen wie ich. Sie wohnt auch, she is living also in der Bahnhofstraße in Erlangen. Okay, in the street which is called Bahnhofstraße in Erlangen. City also in Deutschland, it's Erlangen wie ich, like me. Sie ist 14. 14, sie ist 14, 14 years old, ein Jahr älter als ich. Ein Jahr älter als ich. Okay, older than me with a year. Sie ist in der Klasse 8a. Sie ist in der Klasse 8a. Okay, wir haben dieselben Hobbys. We have the same hobbies. Wir haben dieselben Hobbys. Musik und Lesen. Musik und Lesen. Sie singt in einem Chor. Sie singt in einem Chor. Okay, she is talking about Tanja. Sie singt in einem Chor. The meaning, was bedeutet Chor? The choir. We studied it the last time. Manchmal, sometimes, machen wir zusammen Musik. We are making by ourselves music. Ich spiele Gitarre. Ich spiele Gitarre. Okay, und sie singt. Und sie singt. She is singing. Wir telefonieren viel. We are talking in the telephone. Too much, wir telefonieren viel oder wir schicken uns
SMS or oder. Wir schicken uns, we are sending to each other SMS. Okay, that's cool. Ergänze die Tabelle. Ergänze die Aufgabe hier. Die Aufgabe, it's deine Hausaufgabe. Ergänze die Tabelle. You have to complete the table. Okay, here, about this. The first one, Oliver's best of point. Oliver's best of point. Support for the boy. What was his name? It's Markus. And here, the fourth for Tanya. Steffi's best of point. Okay, the first word, it's Name. What is the name? What is the meaning of Name? It's name. So you would write the names of both of them. Alta, you will. Alta, what is the meaning? Huh? It's the age. Wunderbar, prima. Okay, Alta, it's the age. Wohnort, where they live. Where they live. Wohnort. Und Klasse. Und Klasse. Was bedeutet Klasse? Huh? Wir sind in vierte Klasse. So it's the class. Okay, you will write the class for both of them. And hobbies. What about their hobbies? Und gemeinsame Aktivitäten. Gemeinsame Aktivitäten, what they are making with each other. Okay? What they are making with each other. You have to concentrate. If you don't know the meaning of any word, you can check from the internet. Okay? And you have to send this house of Gabi, this homework for me. Okay? Take a photo for it and send it on the email. Okay? Have a nice time. Dankeschön und tschüss.